You to Israel after your visit here in Jordan and on both the settlement issue and the Syrian-Israeli track issue? Yes. Meine Antwort lautet, ich nehme von hier aus mit, das, was der König, glaube ich, gestern richtig ausgedrückt hat, große Besorgnis über die israelische Entscheidung, aber die feste Absicht, besonnen zu reagieren. Was den israelisch-syrischen Track anbelangt, ist es vollkommen klar, dass wir alle daran interessiert sind, dass es zu ernsthaften Verhandlungen kommt und möglichst zu einer Lösung, die eben akzeptabel ist und zum Frieden führt. Ich werde in einigen Tagen den Besuch des syrischen Außenministers haben in Bonn. Ich werde mit ihm dort alle Einzelheiten durchsprechen, so wie ich das heute auch gerade jetzt zuletzt mit dem Premierminister und Außenminister getan habe. Wir hatten zu allen Einzelheiten einen sehr intensiven Meinungsaustausch. Da gibt es ein paar Dinge, die ich vielleicht in der Öffentlichkeit so nicht sagen will, aber ich habe jedenfalls das Gefühl, dass man auch im israelisch-syrischen Verhältnis wieder näher zusammenrückt. Und das ist gut so. Allerdings sind nur mächtige, vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. I begin my trip to three countries here in Amman, Jordan. And therefore, yesterday I said, and I repeat it today, there was a declaration coming from the European Union. We, as Germans, join this declaration, and I will discuss this issue this evening and tomorrow with the Israeli government. And therefore, I am prepared and willing to give another interview tomorrow after my talks in Israel. It's not a good style. View the settlements in general in East Jerusalem. What is Germany's position concerning that? My answer yesterday was on this question already. My feeling is that the Israeli government should reflect again about this decision. Okay?